So, ach, 15 ist das nur. Dann ist Level 37. So, 30 Minuten ganze Partie. Bei ihm ist es Level. Sie haben die nichts anderes zu tun, außer Motorrad zu fahren den ganzen Tag. Das wäre in 30 Minuten mal. Warum wollen wir C5? Wo ist denn C5? Eine Zahl steht hier nicht von Level 21. Also, hier. Da steht nur C5. Wäre 30 Minuten. So, wen gebe ich denn weiß? Am fairsten wäre es einfach zu losen. Machen wir das mal. Ja, für Mirage die Figuren. Der Mephisto hat Schwarz. So, jetzt muss ich ihn dazu bringen zu ziehen. Also, ist das Go? C4. Ja, das ist zwar nicht jetzt der Spannendste, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. C5. Springer C3. Springer C6. G3. Ich hoffe inständig, dass ich es schaffe, nicht ganz so oft mich zu verhaspeln hier mit diesem Brett. Läufer G2, deswegen mache ich erstmal den Zug hier. Im Moment geht es ja aber. Hallo! Aber sobald die Schlagzüge kommen, muss ich mal ein bisschen mal am Start sein hier. Springer G1 C2. Ja, sehr symmetrisch das Ganze. D3. D6. Ah, jetzt ist er dran. Das Problem ist nämlich, wenn man meinetwegen macht hier, meinetwegen irgendwelche Schlagzüge. Ich nehme die Figur und schlage eine Figur vom Gegner weg. Und macht dann als Gegenzug dann B7 schlägt C6, dann kommt er durcheinander. Ich muss also den und den und dann nochmal klicken. Diesen Dreifachklick. Wenn ich nur zweimal klicke, dann kommt er durcheinander. Und ich hoffe mal, dass diese Partie nicht so langweilig ist hier, dass man da aus Einschlafgründen schon. Man sieht es ja, 30 Minuten für die ganze Partie. Level C5. Ich möchte jetzt auch nicht das Video so in die Länge ziehen, dass ich quasi hier. Ja, eine 60-Minuten-Partie spielt. Ich weiß ja nicht, ob nicht eventuell doch die Gefahr da ist, des Durcheinanderkommens und dann wäre es ja wirklich ein bisschen blöd, wenn ich dann eine spannende Stellung auf dem Brett hätte und komme genau in dem Moment durcheinander. Was ich halt sehen kann in der Anleitung ist, was welche Level sind. Ja gut, gibt es eigentlich eine Rücknehmen-Taste wie Take Back oder sowas? Dass die Züge einfach auch. Da sind nur so viele Tasten hier. Gambit Book. New Game. Clear Board. Das ist bestimmt für Positionen aufbauen. Das könnte zur Rücknahme sein. Zug vor. Oder das ist im Menü. Turm A, B1. Ah, 6 ist das. Ich muss mal nachgucken, ob das noch Theorie ist. Das ist auch Theorie für ihn. Also da scheint sich wohl das Eröffnungsbuch hier, also HG 550, das scheint hier wohl ein Vorteil zu sein, weil er ist immer noch im Buch. Theorie.
Theo, wir fahren nach Lodz. Ich kann mal das Smartphone ausmachen. Das Display, das gefällt mir vom Novak, muss ich ehrlich sagen, diese Punktmatrix. Das finde ich gut. Deswegen ist das, was ich nicht so ganz verstehe, von diesem MM6, warum man von der Punktmatrix wieder zurückgegangen ist zum normalen Display und dann das auch noch als Fortschritt hinstellt. Kann man das Mikro ein bisschen näher ranholen? Läufer G5. Es ist auch draus. Ich bin ja mal gespannt mit den nächsten Konsolen, mit der PlayStation 5. Zum Beispiel die Xbox kommt für mich nicht in Frage. Es fehlen einfach die Spiele, also die mich persönlich jetzt interessieren. Aber ich bin ja mal gespannt, das ist ja wirklich diese Geschwindigkeit der Festplatte. Das ist ja extrem spannend bei der Sache. Was haben wir denn? C8, D7. Das ist quasi, die ist derart schnell, die Festplatte, dass wenn der Charakter sich dreht im Level, dass alles das, was man nicht sieht, ist ja sowieso nicht im Speicher. Und dann in einer halben Sekunde irgendwie 5 GB pro Sekunde oder was. Ich glaube, das wird das Highlight der nächsten Konsolengeneration. B7, B6. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ungefähr wie bei den Schachcomputern die Hashtables. Ich habe leider nicht hinbekommen, das DGT-Brett zu verwenden. Ich komm so weit, dass wenn ich Arena starte, dass ich dann die quasi ein Programm auswählen kann aus der Liste. Dann ist allerdings, dann wird das auch auf, also das wird genau wie hier, wird das dann aufgebaut auf dem Bildschirm, also dieses Brett, was man hier sieht, und dann habe ich beide an, Arena und das. Was aber nicht passiert ist, wenn ich auf dem Arena-Brett Züge ausführe, dass das hier auch ausgeführt wird. Beziehungsweise, dass ich auf dem DGT-Brett Züge mache und die werden auch auf diesem Brett hier ausgeführt. Oder umgekehrt, dass ich hier einen Zug ausführe und dann noch nicht mal das, wenn ich auf so einem Brett dann ausführe, dann wird er nicht mal auf das Arena-Brett übertragen. Also irgendwie kriege ich das nicht ganz hin. E4, E5. Ja, ist klar, ist. Ja, obwohl das ja gedeckt, der Springer. Was könnte der Sinn sein? E5 schlägt. Und was ist dann? Ach, der Springer auf E7 ist ja auch gefesselt. Es droht ja, der Springer hängt auf C6. Das ist der Sinn der Sache. Es droht, Läufer schlägt C6. Und dann, wenn jetzt der Springer auf E, ich würde sagen, Turm A7 wäre die sicherste Bank gegen die als Zug. Deckt beides. Auf Läufer E7 schlägt, geht dann Springer schlägt. Läufer B7. Ich muss hier mehr Sicherheit bekommen, im Emulator bedienen. Das passiert immer noch, dass ich hier irgendwie durcheinander komme und das nicht mal korrigieren kann. E5 schlägt D6. Sekunde, jetzt muss ich erst den Zug ausführen. So, und dann Dame die 6 schlägt. Das ist so ein bisschen so ein Kompromiss zwischen, ich will nicht eine Stunde machen, dann dauert die Partie 2 Stunden, das ist mir zu lange. Streamen kann ich im Moment nicht. Wahrscheinlich, weil das alles zu sehr gedrosselt ist. Dann mache ich das halt so. Wenn ich streamen könnte, dann würde ich eventuell sogar das nebenbei laufen lassen und die eine Tourneepartie gegeneinander spielen lassen. Und gestern habe ich übrigens auf Netflix, das habe ich momentan, da habe ich,
das wandernde Schloss oder hast du das mal geguckt? Ich fand den Film ganz gut, war schön, auch mit schönem Happy End und so. So ein Anime aus Japan ins Deutsche synchronisiert. Kommt mal gut gucken. Ich hatte erst überlegt, was soll ich machen? Soll ich Disney Plus abonnieren oder Netflix? Und dann, ich weiß nicht, das wäre mir einfach zu viel. Die meisten Star Wars-Filme habe ich sowieso. Dann wäre nur diese Star Wars-Serie gewesen. Und das meiste andere, das ist auch viel Kinderzeug dabei. Also Kinderfilme. Deswegen habe ich dann doch Netflix genommen, weil dann doch viel mehr Verschiedenes dabei ist bei Netflix. C3E4, Gade. Greift erstmal die Dame an. Dame D8. Ich frage mich aber, warum wieder in die Festung rein? Was hätte gegen Dame C7 gesprochen? Läufer F4? Das kann sein. Dann greift er mit der 4 wieder an und dann Springer D6. Ja, der Springer steht auch nicht so. Ja, Springer F6 Schach würde jetzt gehen. Dann würde ich sogar mit dem König beiseite ziehen, weil Läufer schlägt. Na gut, Dame D2, Dame H6 wird er wohl nicht zulassen, hoffe ich mal. Welche Rechentiefen kommt da eigentlich auf diese Zeit? 7, ist ja eigentlich okay. Ich muss das mal trainieren mit diesem Novak. Aber was ich momentan auch nicht sehe, ist hier, also die ganzen Bedienungen, zumindest, dass ich Infos abrufen kann. Ja, du, da ist eine Infotaste, aber das ist mir noch ganz koscher. Nachher drücke ich Info und dann kommt irgendwas durcheinander. Ich muss natürlich, wenn einer sagen würde. Oh, ich schenke dir hier Schachcomputer, für den würde ich natürlich nehmen, den Novak, den Super-Expert. Ich wüsste aber nicht im Kaufhaus, dass ich mal den Novak da gesehen hätte. Also, weil ich mich daran erinnern kann, damals habe ich meistens Mephistos gesehen in den Kaufhäusern. Das war dann wie, ja, quasi wie Anspielstationen. Es gibt da so Anspielstationen für Spielekonsolen, da können die Leute daran spielen. Und sowas gab es auch für Schachcomputer. Dann haben da in der Abteilung Schachcomputer rumgestanden, da konnte man dagegen spielen. Aber Novaks wüsste ich gar nicht. D1, D2. Ja, kann sein, dass das schon irgendwie darauf schielt, auf Springerschach, Läufer, Läufer schlägt und dann Dame H6. Dann kommt aber König H8, Dame H6 und dann Turm G8. Das geht ja gar nicht, weil der Läufer dann da steht. Aber muss man auf Springerschach dann den überhaupt nehmen? Oder will er Läufer H6 ziehen? Sieht ja so aus, als könnte es was Angriffsmäßiges geben. F7, F5 macht der Mephisto. Mit 0,38. Rechentiefe 509. F7, F6. So, von der Megahertz-Zahl sind die auch hier. Ja, ist auch 5 Megahertz, der Super-Expert. Er hat hier auch 5 Megahertz, deswegen habe ich es auch gleich so gelassen. Was soll ich den Super-Expert auf 10 Megahertz spielen lassen? G5, E3. E6, E5.
Ja, D4 wäre jetzt in schwarzer Hand. Das wäre schon mal einer der Vorteile. Der Bauer kann nicht mehr vorziehen nach D4. Wenn der Bauer irgendwann mal schwach werden sollte, dann kann er sich nicht nach vorne retten, zum Beispiel, zumindest. Springer D4, wäre das eine Option? Wenn er nimmt, dann mit dem Bauern nehmen. F1, E1, okay. F6, F5. Was ist denn darauf? Springer G5 und dann Dame D6. B1, D1. Ach, D8. Und 0,46.
F8, D8, ja, war eine Variante. C3, D5, da ist Springer B4. Meine Güte! E3 H6. Ja, Läufer H8. Würde ich jetzt als Reaktion machen. A, B8. Ich habe häufig in solchen Stellungen Läufer H8 gesehen, wenn Läufer H6 kam gegen den Fianchetto-Läufer. Natürlich nur, wenn der Turm nicht mehr auf F8 stand. Da kam einfach Läufer H8 und ja, was will der Läufer da? Der Läufer muss dann, irgendwas muss da passieren. Entweder der Läufer zieht oder Dame G5, aber Dame G5 ist mir auch nicht so klar, was das drohen soll. Turm AB8 0,35, also da ist noch nichts passiert. H steht G7, König G7, Springer D5, Turm AB8. Dreiunddreißig, nichts passiert. D2 E3. Ich finde das immer interessant, wie die verschiedenen Philosophien quasi, weil jeder Schachcomputer, beziehungsweise jetzt hier MM5 ist Ed Schröder und hier David Kittinger. Novak, die haben eine verschiedene Art von Philosophie an das, an die Sache Schach ranzugehen, vom Spielerischen her. Ich finde das ganz interessant, wie dann die Partien sind bei verschiedenen Philosophien. Das ist ja interessanter, als wenn man jetzt MM4 gegen MM5 spielen lässt oder irgendwelche Franz Morsch-Programme gegeneinander spielen lässt oder meinetwegen Novak gegen Novak. Da sind wir genauso uninteressant, als wenn man jetzt hier irgendwie ein Schachprogramm gegen sich selber spielen lässt.
Das rechnet er als Gegenzug A3 oder 0,51? Was rechnet er denn? E2, E2 F4, E2 F4. Achso, E7 hängt. F4 schlägt, Dame E7 schlägt, Dame Turm E7. Na, B7 hängt ja nicht. Aber das Display von dem Novak gefällt mir auf jeden Fall besser als das von Mephisto, muss ich ehrlich sagen. Also von dem hier jetzt, vom MM5. Diese Punktmatrix gefällt mir doch besser. G2 B7. Ja, was soll er denn jetzt machen, außer Turm schlägt B7? Mir gefällt auch der Modular ganz gut, muss ich ehrlich sagen. So, und hier hat mich dann der Ton verlassen. Also bei dem, ja, bei dem Öffnen im Movie Maker oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Ton hier weg oder zu gestaucht. Deswegen mache ich das letzte bisschen per Audiokommentar. Obwohl die Partie jetzt noch recht interessant wird. Weil im Laufe der Partie bekommt der, sagen wir mal, es kommt dazu, dass zwei Türme gegen Dame entsteht. Und erstaunlich, dass ich sehe jetzt erstmal, wie wenig Video da nur noch ist, dass das dann noch relativ schnell geht, dass die Dame wohl wenig ausrichten kann. Und ich mache dann so lange, bis jemand aufgibt. Und ich möchte jetzt nicht zuvor greifen. Auf jeden Fall wird dann noch ein Computer aufgeben. Und dann habe ich auch gesagt, oh, ist gut, steht Resign, beenden wir mal das Ganze. So, ich bedanke mich fürs Anschauen und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Video.